Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich bei Domina. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hatte heute schon einige Abmeldungen wegen Krankheit. Ich freue mich, dass Sie alle gesund sind und dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren Stargast. Gast. Stargast. Gast sein einmal genügt. Darauf bestehe ich. Ich freue mich insofern ganz besonders, weil wir mal einen von uns sozusagen, der internationale Karriere macht, der an der Volksgruppe trotzdem geblieben ist, der bodenständig geblieben ist und der die Zeit findet, zu uns zu kommen, zu einem Künstlergespräch. Das freue ich mich ganz besonders. Und auch zu gerne. Wo wollen Sie denn sitzen? Ich darf da, damit ja. Ich die Soundanlage ja, richtig, natürlich. Darf. Wir haben zu zweit ein Glas, nein. Nein! Gut, ich will mich nicht stören. Kein Problem. Na, wie vielleicht, ausnahmsweise. Oh, danke schön. Ja. Wir haben heute wieder viele interessante Themen, wir haben heute viele interessante Tonbeispiele und jetzt gehen wir gleich in Medias Res und wir fangen ein bisschen so mit der Geschichte an. Ich gehe mal in die Kindheit zurück, in Ihre Kindheit. Normalerweise frage ich Sänger, wie sind Sie denn mit klassischer Musik, mit Oper in Berührung gekommen? Die Frau kann immer glauben, bei Ihnen Spaß. Sie können sie rückstellen. Ich bin mitgeschliffen worden in die Oper als kleines Kind. Ich kann mich erinnern an eine Zauberflöte, also auch nur teilweise, weil ich eingeschlafen bin nach der Pause. In der Staatsoper. Wahnsinnig aufgeregt war ich, ob mein Vater rechtzeitig zum ersten Lied, zum Auftrittslied des Papageno vorkommt. Er war ganz bis zum Schluss meist nicht sichtbar und ich habe schweißnasse Hände, kriege ich sofort, wenn ich daran wieder denke. Er ist aber dann letztes Mal zack rausgesprungen und war rechtzeitig da. Das hat mir so einen Adrenalinschub gegeben, dass ich bis zur Pause aufbleiben konnte. Und nach der Pause bin ich dann in einen Ohnmachtsschlaf verfallen. Und das hat Sie irgendwie ein bisschen traumatisiert? Oder wann hat sich das Trauma dann gelegt? Oder ja, traumatisiert weiß ich nicht. Ich bin ja auch dann dort gelandet an diesem Beruf. Also es hat mich enorm aufgeregt. Es waren immer die Tage sehr aufregend. In der Schule, gegen der Kampf gegen das Absaufen. Ging das schulische Absaufen und dann dann am Abend die Vorstellung, wo man um den Vater gezittert hat. Waren Sie in der Schule nicht ganz so? Nein, ich rede jetzt von der Volksschule, doch das war noch kein Frei, das ging noch gut, ja. Aber später in der Mittelschule gab es auch Talfahrten, ja. Was hat Sie da besonders interessiert? Ich habe irgendwie gehört, dass Sport und so weiter. Ja gut, ich war in der Mittelschule ein recht guter Sportler, sieht man vielleicht nicht mehr so, aber ich war in Leichtathletik sehr gut, in Fußball, Tennis. Gut, Tennis haben wir nicht in der Schule gemacht, aber Fußball war ich, und Leichtathletik war ich ein Zweiter der Wiener Jugendmeisterschaften, bis 16-Jähriger, ja. Dreikampf. Und dann war Musik war ich natürlich gut, weil es mich interessiert hat. Nicht, wo ich gut war, wo ich schlecht war. Schlecht war ich in Mathematik, ziemlich schlecht. Und in Chemie war ich schlecht. In den Sprachen war ich ganz gut. Musik teilweise, sogar teilweise sehr gut. Yeah. Latein hat mich sehr interessiert, obwohl ich teilweise nicht verstanden habe. Ich habe dann mit Schmierer und so habe ich mir, also mit den verbotenen Übersetzungsmitteln, habe ich mir dann so eine eigene Lyrik zusammengebaut raus. Schön. Naja, Sportler haben Sie ja dann genug Kondition sozusagen getankt. Wann sind Sie drauf gekommen, dass Musik etwas für Sie sein könnte und nicht nur für Ihren Vater? Musik hat mich schon immer interessiert. Ich meine, ja. Ich bin als kleiner Bub, was mir jetzt so einfällt, beim Heinz Konrads gelegen am Sonntag in der Früh,
angeschmiegt an das flache Radio im Wohnzimmer und habe die mir das angehört, das habe ich sehr gern gehabt. Ich habe immer wieder im Radio Sachen mir angehört, auch reine Instrumentalmusik, also nicht nur Oper. Ja. Und sehr gern habe ich Schlager gehabt. Ich habe mir auch sehr bald Schlagerplatten gekauft von Sinatra, Nat King Cole und sowas. Das habe ich mir so mit 13, 14 schon angefangen zu kaufen. Ja. Ja, und ich habe... Ja, das war in diese Richtung. Was wollten Sie noch fragen? Und wann haben Sie selbst dann begonnen zu singen? Naja, singen. Ich habe in der Schule... Ist so laut, natürlich. In der Schule... Das Hörgerät lauter einstellen. Ja. Bin ich schon. Ich habe in der Schule, wenn die Stimmung sehr schlecht war in der Klasse, habe ich mich auf den Tisch gestellt und das erzählen mir noch heute Kollegen bei Matura-Treffen, bei diversen. Mit 15 habe ich mir die Faust gehoben und habe gebrüllt, wer meine schwere Spitze fürchtet. Habe ich gebrüllt, der Lehrer ist manchmal kopfschüttelnd schon zu früh kommend, apropos zu früh kommend, im Ring gestanden und hat den Kopf geschüttelt, habe mich aber aussingen lassen und dann habe ich, hat sich das allgemeine Klima gehoben in der Klasse. Und wann haben Sie dann beschlossen, okay, Musik, Gesang, das ist etwas, das gefällt mir, das möchte ich gerne lernen. Ich habe noch was vergessen, es gab eine schulische Initialzündung. Die Musiklehrerin, die ich hatte in der Klostergasse, ich habe einen kleinen Schulwechsel vorgenommen, nicht weil ich so schlecht war, sondern weil gehascht worden ist in der Schule, wenn Sam ist, kann man ja jetzt alles sagen. Jetzt wird nicht mehr gehascht, jetzt wird ganz was anderes gemacht. Und bin dann in die Klostergasse gegangen. In der Klostergasse gab es die Frau Professor Eichler. Sehr schade, dass sie nicht da ist. Ich glaube, sie ist aber noch gehfähig. Ich weiß es nicht. Ich habe leider keinen Kontakt mehr. Und die Frau Professor Eichler hat einen Kollegen und mich ausgespäht beim Chorsingen. Das war zusätzlich zur Musik gab es noch Chorsingen. Das habe ich auch belegt. Und da haben zwei irrsinnig geplärrt. Das war ein Kollege, der den Kopf gesenkt hat und ich, der etwas langsamer den Kopf gesenkt hat. Und, ha, du warst es! Und zur Strafe musste ich das Salam Aleikum singen am Jahresende bei einer Akademie, wo die Schüler, die etwas besseren, in Musik besseren Schüler, der eine hat Blockflöte geblasen, der zweite hat einen Kopfstand gemacht und der dritte hat gesungen, der war ich. Und damit alle eingebunden sind vom Chor, hat die restliche Klasse, Chorklasse, den Chor gesungen in dieser Nummer, heil diesem Hause, denn du hast ein, hat der Chor dann geantwortet und Salam Aleikum haben alle gesungen. Und ich habe das Solo gesungen. Ja, das hat damit geendet, dass ein paar Eltern heraufgerufen haben, noch was und so und Dings. Und ich habe dann gesagt, ich kann nur das. Das habe ich dann ein zweites Mal gesungen. Nix, vielleicht Sinatra irgendwie? Nein. Nein. Hat nicht gepasst. Sie haben dann irgendwann mal studiert? Ja, dann bin ich auf die Hochschule gegangen, ja. Was hat dann der Vater dazu gesagt? Ja, er wollte mich unheimlich beraten, welchen Gesangslehrer ich nehme. Ich habe das verweigert. Ich habe mich, glaube ich, zu 10 Gesangslehrern hineingesetzt. Mit Mantelmann, der Professor Kari, bei dem ich dann sehr lange war, macht das heute noch nach, dass ich so gesessen bin und nur gehört habe, welcher Lehrer er ist es dann geworden. Ich habe ihn dann zu ihm gegangen. Er hat mich ursprünglich, hat er gesagt, meine Klasse ist voll. Ich habe gar keine Möglichkeit, noch jemanden zu nehmen. Dann habe ich ihm aber ein Lied vorgesungen und er hat mich dann doch genommen. Und irgendwie einen ordentlichen Beruf, wie es so schön heißt, mussten Sie nicht lernen. Das ist Ihnen erspart geblieben. Ich habe es nicht versucht mit dem ordentlichen Versuch. Das ist gut. Ich habe mir mal kurz überlegt, Jus zu studieren. Medizin hätte ich niemals geschafft. Habe ich auch nicht versucht. Habe mich nicht so rasend, obwohl es mich eigentlich jetzt sehr interessiert, vieles. Habe ich jetzt nicht, nein, das wäre nicht meins gewesen. Und ich war ja sehr bald eigentlich auf der Hochschule, um das alles abzukürzen, war ja sehr bald auf Tournee. Ich habe, glaube ich, im zweiten oder dritten Gesangsjahr bin ich ja schon auf Tournee gefahren mit Figaros Hochzeit durch Schweiz, Österreich und Holland. Ich habe, glaube ich, 20 Mal den Figaro gesungen. Und als Lohn haben meine Eltern mich dann nach Venedig eingeladen.
Das war sehr nett auf einem Wochenende. Ich habe, glaube ich, keinen Tag nüchtern dort verbracht. Aber es war wunderbar, es war trotzdem eine schöne Idee. Und ja, also diese Tournee war sehr lehrreich. Man musste in allen Zuständen antreten, denn der zweite Kollege, der mit war in jeder Rolle, der war zweifach belegt, hat ja jeweils einen anderen Tag dazwischen gesungen. Also es war jeden Tag. Wir sind mit dem Bus gefahren von einem mittleren und kleineren Haus. Ich habe zum Beispiel Luzern gesungen und ich habe gesungen, alles Mögliche, war herrlich. Nur noch furchtbar war es nach den Vorstellungen, da hat man nichts mehr zu essen gekriegt. Dann sind wir in irgendwelche Bars gegangen, kann mich erinnern, haben halt getrunken statt zu essen. Aber ich glaube, das war eine gute, gleich lehrreiche und Kondition erfordernde Tournee. Man ist aufs Berufsleben sozusagen ganz gut vorbereitet. Berufsleben. Man lernt ja eigentlich zweimal singen. Auf der Hochschule, wo man halt lernt, privat, und dann auf der Bühne noch einmal. Also ich finde, man lernt zweimal singen. Und meistens dann noch 3, 4, 5 Mal, wenn dann Krisen kommen und schwere Phasen kommen oder ein Fachwechsel kommt, dann braucht man ja gleich wieder jede Hilfe dieser Welt. Was ist für Sie der große Unterschied? Was macht die Bühne? Was macht das? Die Bühne es muss unter diesem enormen Druck der Vorstellung muss es auch klappen. Daher muss ich muss Griffe lernen, die funktionieren, auch in Zuständen, wo ich besonders nervös bin. Man muss das gesangstechnische Vokabular verfeinert und situationsunabhängig abrufen können. Richtig verinnerlichen. Ja, ja. Es ist anders als auf der Hochschule, es ist ganz was anderes. Ja. Das leitet auch schon über zu meinem nächsten Thema. 1987 haben Sie an der Volksoper debütiert. Haben 87 war das? Haben Sie mir erzählt? 87 habe ich sicher nicht erzählt, weil ich weiß es selber kaum mehr. Ich weiß es selber nicht. Dann gehen wir auf 1990, 91. Nein, Sie können von 87 reden. Was war das, der Kornett? Ja. Ja, das war meine erste Premiere an der Volksoper. Da habe ich den Begleiter der Hauptfigur gesungen. Ja, damit haben Sie sich aber natürlich nicht zufrieden gegeben. München haben Sie dann schon Hauptrollen gesungen und 1991 an der Staatsoper Ihren ersten Papageno. Da springen Sie jetzt aber sehr schnell. Ich habe noch ein paar schlechte Sachen der Volksoper abgeliefert in den Jahren 88. 89 habe ich noch eine ganz schöne Premiere gemacht dabei, weil ich war der Masetto dieser Premiere Don Giovanni im Jahr 89, wo der Stern des Boyes Kofus aufgegangen ist. Da sind eigentlich alle was geworden, einige mit Verzögerung, manche sofort. Ja. Die Pietschonka war die der Elvira, ein Weltstar, mit der habe ich jetzt übrigens in München wieder gesungen, in der Frau in Schatten. Ja. Dann war die Donna Anna, war die Orgonaschowa, auch eine tolle Sängerin geworden. Die waren alle am Beginn. Der Leporello, der Kaschmai, Gilles Kaschmai, ist auch ein bekannter Sänger geworden. Und ich als Anfänger war der Masetto. Naja, sie dann ist ja auch was worden. Mit Verzögerung, habe ich ja gesagt. Das macht ja nichts. Ja? Gut Ding braucht Weile. Ja. Ich würde Sie jetzt gern fragen, was das für ein Gefühl ist auf diesen dann großen Bühnen mittlerweile, eine Hauptrolle oder eine große Rolle zu singen. Wie beschreiben Sie das jemandem, der das noch nie was Vergleichbares gemacht hat? Es war ja nicht so abrupt auf den großen Bühnen. Also ich meine, die Volksoper ist schon eine große Bühne, aber ich habe ja relativ lange, in den ersten Jahren, kleinere Rollen gemacht. Ich glaube, das Größte am Anfang war das Journal in Bohem. Ja. Und dann ab dem Jahre 90 habe ich Papageno gemacht an der Volksoper. Ja. Da bin ich, habe ich eine Serie übernommen in der Savary-Inszenierung. Da weiß ich noch, ich hatte keine Bühnenprobe. Und ich bin herumgetanzt um dieses Glas, da kam so ein Glas, das war auch von der Seebühne, die Inszenierung von Regens wurde übernommen. Und kein Mensch hat mir gesagt, dass das auf einem auf einem Metallstab hereingeschoben wird. Ich dachte, das käme von unten. Ich habe es nie vorher gesehen, es war auch so beleuchtet, dass man das nicht sehen konnte.
Und ich bin herumgetanzt um das und bin rübergeflogen über das Ganze und dagegen geklatscht, gegen das Glas so dagegen. Hat aber zufälligerweise gepasst, weil die Papagena kamen in dem Moment heraus. Und dann hat mir, und das, was noch dazu gekommen ist, der Savary war in dieser Vorstellung selber drinnen. Er ist zu mir in die Garderobe gestürmt nachher, hat mich umarmt und hat gesagt, das lassen wir. Das ist wunderbar. Das ist gegen Kopf, Cheek to Cheek. Das ist wunderbar. Das ist genau meine Idee. Die anderen haben es nicht kapiert. Aber ja. Es muss halt nur was passieren auf der Bühne. Und der kluge Regisseur deutet das als seinen Einfall um. Man muss es nur gut verkaufen können. Ja. Wir hören jetzt einmal eine erste Gesangseinlage, die auch zugleich dann auf das nächste Thema überleitet. Und zwar sind wir jetzt aber nicht in der Oper zu Hause, sondern wir gehen jetzt in die Operette und hören das Werberlied Des Grafen Omonai aus den Zigeunerbaron von den Strauss Shani Bacci. Es ist knalliger im Original gewesen, weil ich habe mir das ja vorher angehört, nicht auf ihr. Mikro Fritz, ja. Bei dem muss man sich bedanken, der hat das alles aufgenommen. Nein, das ist nicht, das ist von Czerwinka, Gottfried Czerwinka, ehemals Caruso. Das sage ich dann schon, wenn es soweit ist. Ja, das ist einfach der Homonai. Ich stelle mir selber die Frage, ich habe eine ganz große Operettenliebe. Ich habe doch eine gewisse Zeit sehr viele Operetten gesungen, auch Bufferrollen, ursprünglich Bufferrollen, kleine Rollen wie den Piselli nach dem Venedig,
wo der Otti Schenk sich abgehaut hat, weil ich eine Dirigentenparodie abgeliefert habe. Ich musste einen Chor, einen liebeswerbenden Chor dirigieren und habe dem Chor immer gesagt, Schatz, auf mich, schau nicht auf ihn. Der ihn unten war der Professor Merzendorfer, der mich da gestellt hat und gesagt, bist du wahnsinnig geworden, da mich zu kontaktieren und so. Und dann hat der Professor, der Schenk hat gesagt, ich soll jetzt da hier auftragen, ein bisschen bei dieser, ja, aber doch nicht so auftragen. So. Und so, aber er hat mich gern gehabt, im Merzendorfer habe ich auf 1000 Geschichten gehabt, eine lustiger wie die andere. Und wenn man sozusagen die raue Schale überwunden gehabt hat beim Professor Merzendorfer, war er ein entzückender Mensch. Auch den schönen Dingen des Lebens zugewandt, dem Wein und auch sonstigen Annehmlichkeiten. Gut, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern Operette. Ich habe also Bufferrollen gesungen in Zarewitsch, den Iwan. Da haben wir eine Tournee gehabt von der Volksoper, fällt mir ein. Und den Ivan habe ich als Peter Alexander angelegt, zum Gejohle der Leute, habe ich die heute Abend komme ich zu dir auf eine schwache Stunde, habe ich den ganzen Abend auf Peter Alexander gesungen. Wir waren es gut angekommen, die ganze Inszenierung nicht, der erste Teil war gut, der zweite hat gedauert 20 Minuten, der zweite Teil, wir wurden einmal mit Eiern beworfen beim Abgang vom kleinen Schwänzer Stadttheater zum Bus. Hat die Gabi Breger, die damals die Direktionssekretärin war, Kinder, beeilt euch! Denen hat das gar nicht gefallen. Schnell rennen, die werfen heute. Mit Eiern beworfen. Das ist aber doch eher ungewöhnlich. Ja, für Österreich sehr ungewöhnlich. Das würde nach Italien passen. Aber nicht nach Österreich. Hat aber so stattgefunden. Gut, das war die. Und dann habe ich gemacht den Homo-Teil, dann habe ich in München gemacht, dann habe ich in Wien gemacht, in einer Premiere, auch in der alten Inszenierung, die da vor dieser Premiere war. Und viele Falkes habe ich gesungen und dann eben Eisensteins. Mhm. Eisenstein habe ich zum ersten Mal in Graz gemacht, in einer grauenvollen Inszenierung. Aber das war die Bedienung des damaligen Direktors Menta, damit ich den Eisenstein dann in der Volksoper, in einer sehr gültigen Mischinszenierung von Herzl und allen möglichen Reste von Leopold Blindberg, alles war in einem gültigen Konglomerat. In dieser Inszenierung, die auch heute noch gespielt wird, habe ich vor vielen Jahren debütiert, also in Wien debütiert, und dann habe ich den Eisenstein auch gemacht in Stuttgart vor ein paar Jahren, auch in einer moderneren Inszenierung, aber ich habe es einfach so gespielt, als wenn es die Lindberg-Inszenierung gewesen wäre. Das hat zum Erfolg geführt dort. Sie haben die Frage gleich zur Hälfte schon gestellt. Ich schieße jetzt die zweite Hälfte nach. Oper, Operette, Lied, Bühnenlied. Es ist eine große Vielfalt, die Sie beherrschen. Ist das für Sie so die künstlerische Würze? Ich würde nicht sagen, dass ich die Vielfalt beherrsche, sondern ich versuche die Vielfalt. Ich bin in manchen Dingen für manche Dinge geeignet und für manche Dinge weniger geeignet und bemühe mich besonders in den Dingen, für die ich weniger geeignet bin. Ich habe zum Beispiel mit dem Danilo, für den ich nicht rasend geeignet bin, hingebogen. Das Ergebnis konnte man viele Jahre in der Volksoper und auch in anderen Städten sehen. Ich habe, glaube ich, aus dem Danilo für mich mit meiner eigenen schweren Stimme und auch mich zum Danilo oder den Danilo zu mir hergebogen. Das ist ja überhaupt nicht die große Einteilung, die sich hinter einer Rolle verstecken, der eine Typ, oder die Rolle zu sich herbiegen. Mhm. Ja, das sind so die Haupt Anker. Und Sie fühlen sich wohler, wenn die Rolle zu Ihnen passt oder wenn Sie... Beides. Ich bin ein Mischstück. Beides. Ich bin ja auch kein wirklicher Papageno gewesen. Da habe ich mir erst einen Weg. Da hat mir einfach mein Vater unheimlich geholfen, weil ganz am Anfang, nach dem Figaro in der Hochschulzeit, gab es noch eine weitere Tournee mit Zauberflöte. Und ich war schon angefragt vom Eberhard Wächter, dass ich den Papageno zuerst in der Volksoper und dann in der Staatsoper machen soll, wenn er gut ist in der Volksoper. Und da habe ich sehr gebeten, ob ich eine einzige Vorstellung machen kann in der Hochschule. Die war dann in Schönbrunn. Diese Tourneen haben immer in Wien begonnen, in Schönbrunn, und sind dann eben durch die Lande gezogen. Und
diese einzige Vorstellung, da habe ich in dieser einen Vorstellung das Gefühl gehabt, die Rolle passt. Kann ich hinbiegen, obwohl ich nicht der Typ des Papageno bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich finde einen Weg dazu. Ich habe natürlich meinen Vater als ganz großes Vorbild gehabt dafür. Ich glaube nicht, dass ich ihn kopiert habe, weil ich ein ganz anderer Typ war. Aber habe natürlich viele Ratschläge angenommen. Und bin dann aber, glaube ich, immer mehr im eigenen Papageno geworden, glaube ich schon. 16 Inszenierungen habe ich gemacht in dieser Rolle. Nicht immer die Premiere, aber Wiederaufnahmen und Einstiege von Santiago de Chile bis Wiener Staatsoper 35 Vorstellungen, Volksoper 40. St. Gallen, weiß ich noch, war jetzt aber eine schöne Produktion, eine wunderbare. Das war vielleicht die schönste überhaupt. Was war denn gefallen? Die Personenregie von Wolfgang Quetes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Ein toller Regisseur, wunderbar. Das war so in einer ägyptischen Sandlandschaft, hat das Ganze gespielt. In einer wunderschönen Märchenwelt. Und wir sind über die Hügel geteilt, die Pamina und ich und dann der Tamino auch. Wir mussten alle sehr beweglich sein, damit wir das. Ich habe mich da sehr verletzt in der Zeit davor, weil ich von einem Hügel zum anderen gesprungen bin. Ich musste dorthin springen zur Papagena, die ich entdeckt habe zum Schluss. Und habe mich bei einer Hauptprobe so verletzt, dass ich in einen Wind fliegen musste. Und mir Spritzen geben lassen muss, ins Knie, weil der Meniskus eingerissen war. Wurscht, das habe ich oft gehabt, Verletzungen, aber die sind ja meistens einer Spielfreude oder einem sowas entstanden, entsprungen. Trotzdem, die Premiere wurde ein Riesenerfolg und ich habe das dann, glaube ich, 2 Jahre dort alle paar Wochen gesungen. Lieder- und Soloabende. Sie haben jetzt Unrecht an der Volksoper den Abend Fidelio trifft. Figaro trifft Fidelio. Und da haben Sie auch wunderbar gemischt Arien und Lieder. Und deshalb möchte ich jetzt aufs Lied ein bisschen überleiten. Was fasziniert Sie am Genre Lied? Also da habe ich viele Unterlassungssünden gemacht, weil ich viele Jahre mich nicht getraut habe, Lieder zu singen, öffentlich nicht. Weil ich gedacht habe, es ist meine Technik nicht gut genug. Ich hätte das aber ruhig tun sollen, weil andere Kollegen tun es auch. Im Zustand, wo es noch nicht geht, meine ich. Also wo es nicht noch so gut geht. Aber ich habe mich dann sehr lange zurückgehalten. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was von diesen vergebenen Chancen jetzt im Alter gut machen. Zumindest mache ich so Schlössertourneen, quer durch Österreich und in der Schweiz und da, wo ich verschiedene Programme habe. Singe. Ich bin gerade auch wieder mit der Volksoper im Gespräch wegen noch eines Soloabends. Ein bisschen spezieller als dieser doch, sagen wir mal, doch mit sehr vielen bekannten Nummern geschickte Abend, den ich da besucht habe, der aber sehr anstrengend war. Das glaube ich gerne. Ich möchte auch dem lieben Emanuel Schulz dafür danken, dass er die Moderation gemacht hat und sich von mir in den Proben hat quälen lassen, weil ich eben spezielle Ausdrücke und so Sachen. Aber er hat das gesagt, das war toll, das Ergebnis so gut geworden ist. Und ich habe mich bemüht und ich habe einen Anspruch, den ich selber eh nie genüge. Und also so wie es ausschaut, kommt 16, 17 nochmal ein Soloabend. Sowas hat man ja nicht sehr oft an einem Haus, an dem man fix engagiert ist. Oder ist das noch? Mehr Lied? Etwas mehr Lied und nicht so viel populäre Nummern, aber auch Mozart ist ein Komponist, der auch wieder stark vorkommt, aber ein anderer, kein Beethoven. Mhm. Wenn ich alles verrate, dann brauche ich den Abend. So ist es, aber ein bisschen locker. Ja, aber aus dem Abend spielen wir jetzt ein Lied, und zwar von Beethoven, Ich liebe dich.